Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play und jetzt weiter am Nimbus Simulator. Wir sind heute auf der Karte Hamburg Hafen City unterwegs und fahren heute die Linie 16 von Hauptbahnhof Zopp nach Bahnhof Altona. Warum Linie 16? Ja, wir sind heute nämlich auf den neuen Linien Pack unterwegs und in der Version 6. Die gibt es ab heute schon in der Beamte Webdisk. Genau, und dazu erstelle ich euch noch einen neuen Bus vor. Na gut, nicht mehr ganz so neu. Ach, das C2 ist hier voll im Weg. Naja, zeige ich den euch von hinten. Wir fahren heute den O530 Citaro L, also in der 15 Meter Ausführung mit drei Türen in der Ex-VKU Lackierung. Der ist von Nies Reisen. Genau. Ist das originale Vorbild oder soll das Vorbild sein? Mit hier Außenschiebetüren und hinten auch eine Außenschiebetür. Eine nur. Finde ich cool. Genau, Überlandsitze. Und Behinderten-Dings, genau. So. Und vorne hat sich auch was verändert. Wir haben eine neue Kasse drin. Die Ferrero Go. Und ja, so eine komische Kasse aus, glaube ich, aus dem MAN Overhaul ist die sogar. Genau. Sounds haben sich, soweit wie ich mich reingefunden oder schon eingefahren bin, noch nie gehört. Genau. So. Dann haben wir mal die Elektronik. Da müsst ihr E drücken mehrmals. Also ne, immer E ist Elektronik ein und dann M. Also ist ganz normal dreimal E drücken. So. Starten wir mal der Linie 01600. Route 2. Genau. Elbe. Einkaufszentrum. Zop. Machen wir mal die Matrix an. Schöne weiße Matrix hier auch. Genau. So, Fahrtenschreiber haben wir nicht. So, es wird empfohlen, mit Omni Navigation zu fahren. Ich hoffe, der aktualisiert sich hier nochmal. Sonst muss ich gucken. Hauptbahnhof, Rathausmarkt. Wäre blöd sonst. Ah, doch. Gut, Omni-Navigation hat geladen. Sehr schön. So, starten wir mal Motor. Ach, neuer Motorsound ist mit dabei. Und eine rote Innenanzeige. Gefällt mir zwar nicht so, ich denke mal, da kann man auch noch die Farbe ändern. Mir wäre eine orangene oder so eine grüne lieber gewesen. Geil. So, die haben wir eingestellt. Es geht um 12:45 Uhr los, also noch 11 Minuten. Ja, was ist alles in dem Linienpack mit dabei? Dazu öffne ich mal die Widmi. Ich bin mal wieder so vorbereitet, dass ich das wieder nicht halt vorbereitet habe. So, Linienerweiterung. Zack, zack, zack. Zugriff verweigert. Ach, leck mich da am Po. Da beenden wir ganz kurz mal die Linie hier nochmal. Da zeige ich euch das so. Also mit dabei ist die Linie 16, die wir gerade fahren. Die Metrobuslinie 2. Genau, die Nachtbuslinien 601, 602 und 607. Dann nochmal die 605, 609 und 612. Dann die Schnellbuslinie 37, die war auch schon in der ersten Version mit dabei, die 39 Schnellbuslinie, die Stadtbuslinie 106, 112 war auch schon mit dabei, 129, die 129 ist umbenannt worden, und zwar war das damals die 119, die von der Shanghai Allee fuhr bis Alster Chaussee. Also das wäre die 119 und die 188 und die Stadtrundfahrt, der Rest ist hier 6 und das ist alles mitgeliefert. Also ihr braucht dafür Hamburg Hafen City und Hamburg Tag und Nacht. Das ist also das Wichtigste. Und um die Navigation natürlich. So, Hauptbahnhof. So, das tun wir uns wieder auswählen. Genau. Hat der Vorratsrücksicht auch jetzt angepasst. Machen wir mal Standlicht an. Hinten ein bisschen Beleuchtung an. Dash kann man natürlich verstellen. Für den Bus braucht ihr das MAN. Das MAN Stadtbus von mir. Nee. ja. Das Solaris Urbino Stadtbus Add-on. Braucht ihr dafür und den Standard Citaro
also in der V5 von Mofi. Genau. Also denke ich mal, fahren wir vor. Der Kollege will nicht wegfahren, warum auch immer. So. Ja, das Linienpack ist heute rausgekommen. Ich bin das noch nicht gefahren. Ich habe mir das aber schon angeguckt beim lieben Fan Onsi TV. Der hat schon so eine Vorabversion gehabt, also zum Testen. Hat auch schon die 16 auch hergezeigt und die Linie 2, die Metrobuslinie 2, genau. So, die Stadtrundfahrt hat er auch gezeigt. Und für die Stadtrundfahrt nochmal wichtiger Hinweis: Ihr müsst euch, wenn ihr euch das Linienpack installiert habt, braucht ihr noch für die Stadtrundfahrt Ansagen. Die sind auch in der OMT-Webdisk mit dabei. Die werde ich euch unten auch in der Videobeschreibung mit verlinken, dass ihr die gleich auch mit installiert. Und ja, ihr müsst bitte beachtet wirklich diesmal die Widmeter. Es ist nicht einfach so, zack, drüber knallen, zack, habe ich das Ding. Ihr müsst die Hofdatei, also die alte Linienpack, haben sie die 2018, müsst ihr löschen aus allen Bussen. Dann fügt tut ihr noch den Chrono-Ordner, wo, also geht in den Maps-Ordner, haben sie die Chrono. Und dann steht, glaube ich, Linienpack oder Tarifwechsel oder so, was, Linienpack. Das tut er auch löschen. Und dann müsst ihr noch in der AI-Liste das ändern. Da müsst ihr von Hafen, also dass die Busse auch die 16 schildern oder die 2 oder so, dass die das halt, oh, ja, sonst habt ihr halt leere Zielschilder bei den Gegenverkehr, also halt Linienverkehr, ne? Außer ihr natürlich. Genau. Genau, AIDES müsst ihr immer, dann müsst ihr von Hamburg 2015, also diese Dinge über die AIDES umändern in Hamburg Linienpack. Aber findet ihr alles in der Widmi. Genau. Also an Busse müsst ihr nicht ändern, ihr müsst einfach nur den Eintrag dann umändern. Ist relativ weit unten, aber ja. Und ich wünsche euch noch, das habe ich gerade wollte eigentlich am Anfang schon sagen, euch einen schönen, gut oder hoffentlich ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Guten Tag. Guten Tag und willkommen dann im Jahr 2021. Und OMSI war schon Tag eher 2021, weil irgendwas mit dem Schaltjahr, nee, keine Ahnung, OMSI hat keine Schaltjahre. Egal. Genau, so, tun wir mal die Zeit vorspulen auf 45, 44. So, kommen wir schon mit. Moin Moin. Guten Tag. Ich bräuchte bitte eine Dankeschön. Ja, die Leute rennen auch bei mir mit Maske jetzt rum. Die Maskenpflicht hat es auch bis zu mir geschafft, leider. Genau. So, fahren wir schon los. Ja, gleich, wenn er piept. Oh, jetzt haben wir rot, damit auch immer losgefahren. Na egal. Doch, wir sind da jetzt an, die Bremszeiten sind neu, ja. Schön. Ja, ich denke mal, wir fahren so die neueren Linien auch ab. Die Nachtbuslinie muss ich mal gucken, ob ihr auch nachts, also Videos, die enorm sie halt nicht so viel sieht. Das ist eigentlich nicht so meins immer, auch nachts. Ich fahre generell nachts um sie relativ wenig bis gar nicht. Also, das ist irgendwie voll lieber tagsüber. Aber ich zeige euch jetzt, wenn ihr wollt, die ganzen neuen Linien. Also als nächstes würde ich die Linie 2 fahren. Die fährt, glaube ich, von, oh, von Altona aus. Weiß ich gar nicht gerade, ich glaube. Egal. Abfahrt.
Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr die Linien auch sehen wollt. Nicht, dass ich jetzt hier auf Mietes mache und dann wollt ihr nie sehen. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof Mönckebergstraße. Übergang zu allen U- und S-Bahnlinien, den Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn. Das Lenkrad will abhalten. Es gibt auch neue Haltestellen in diesem Chrono oder in diesem Linienpack. Aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon ähnlich davon anfangen. Müssen wir schon mal ganz kurz gucken. Nee, ich glaube, nee, oder doch? Große Nähe. Oh, weiß ich es gerade gar nicht. Ich glaube, wie größer. Ah, ich glaube, die große Dinger ist der Bumster da. ja. So. Fangen wir ab. Hier, die dritte Tür ist natürlich hier automatisch in dem Bus. Die ersten zwei kannst du manuell steuern. Oder kann man manuell steuern. Und oh, die Bremshans. Die muss ich mir in den Citaro, in den Standard-Citaro und in den Facelift einfügen. Die sind cool. Die finde ich schöner hier. Das sind so richtig die... Die richtigen Citaro-Sounds, die richtigen Citaro-Brems-Sounds, die muss man mal einfügen. Servus 6, das Burgweg. Auf den alten Linien hat sich, so weit wie ich gelesen habe, hat sich nichts verändert. Na, ah, um sie. Moin, moin. Moin. Großbereich. Ja. Danke. Bitte sehr. Ah, die Fahrlinien sind ganz schön straff. Ist man gar nicht gewohnt auf Hamburg. Hallo. Moin. Moin. Einmal Nahbereich. Ja, die Spiegel sind unneu. Die sind, glaube ich, von St. Daniel. Finde ich es schöner, auch mit diesem Spiegel vorne, wie weit ja, die vorne die Front zeigt. Finde ich schön. Aber ich kann die Spiegel nie einbauen. Da bin ich, also in die anderen Busse modden, da bin ich noch. Kriege ich nicht. Thank you.
haben sie. Moin, moin. Hat, ui. Die Spiegel sind ja geil. Den Spiegel. So, pünktlich. Oh, sogar zu spät. Also, so wie es aussieht, fahren wir erstmal den Linienweg der Linie 6 nach. Ja. Denke ich, kann man sich schon merken, auch ohne Navigation. Ohne Omni-Navigation. Wenn man sich ein bisschen in Hamburg auskennt, kann man sogar ohne das Ding fahren. Weil hier gibt es auch keine, also für die Linie gibt es keine Hilfsteile. Für die neuen Linien hier, die mit dabei sind. Was hier irgendwie bei dem Bus hier fehlt, ist der Drehzahlmesser hier unten. Die Nadel, die gibt's hier gar nicht, also die ist irgendwie... Keine Ahnung, wo die ist. Der Taxifahrer stirbt den aber auch gleich hier. Moin. Moin. Zack. Das macht man in der Schnee hier bestimmt. Die Busse einfach so rausziehen. So, jetzt fahren wir hier in die Linie 6 weiter, ja, sondern wir fahren jetzt hier runter. Das war sogar so die 688. Jetzt ist gerade gar nicht. Ah, ich glaube, der fährt auch die 688. Oh, jetzt haben wir wieder Erdbeben in Omsi. Hallo. Einmal die Tageskarte. Danke. Omsi, es gibt Erdbeben. Was ist denn das jetzt hier?
Sie halt irgendwie seine Tage jetzt. Ich muss mal auf Fehler überprüfen. Ah, jetzt. Hat sich beruhigt. Wie ist für uns hier? Mal gucken, wer so erst grün ist. Ey, jetzt haben alle rot. Wieso kriegen wir jetzt kein Grün hier? Hallo? Ah. Ah, egal, fahren wir trotzdem. Zack. Oh, das war unsere Reeperbahn. So, Reeperbahn, du. Nächste Haltestelle. Dorfstraße. Na, für Kinder ist das ja nichts hier, oder? Eigentlich, doch. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Danke. Ah, oh, der Paddymarkt. Wo war die Zeit? So, jetzt, wir fahren jetzt den Paddymarkt schnell. Aber wir halten schon hier an. So. So, bin gleich wieder da. Weiter. Schnell was zu trinken geholt. Nächste Haltestelle. S-Bahn. Reeperbahn. Übergang zu den S-Bahn-Linien S1 und S3. Nächste Haltestelle, Blücherstraße. Oh, andere Ansagen. Thank you.
Warum sind hier andere Ansagen mit so einer? Egal. Mach die Tür auf, auch um sie. Moin. Um sie hat seine Tage heute. Der Erdbeerwoche fängt an. Ach, und wir kriegen kein Grün. Respekt, Alter. Oh, jetzt will ich wieder stehen bleiben hier. Was gibt's weiter? Nächste Haltestelle, Große Bergstraße. Warum ist es auf einmal war eine männliche Ansage? Ja, keine Ahnung. Man weiß, was um sie wieder rum ist hier. Das ist Zeit, dass das rauskommt. Fertig wird. Vernünftig wird. Mit der Technik vernünftig wird, dann. Keine Ahnung. Oder man macht einen um sie 64-Bit fähig und tut das eine andere Grafik rüberpacken. Wäre das ist noch geiler. Oder haben die vielleicht Angst, dass das nicht mehr verkauft wird? Oder schlechter verkauft wird? Oh je. Yeah. Warum machen sie auch nicht dafür, Amti? Ne, 20 Mal, oder haben sie es auch geschafft, 64 Spitze hinzukriegen? Guten Tag. Guten Tag. Mal mit Amti hier mal ein schönes Bild. So schlicht sieht sich gar nicht aus. Was ist das denn? Hallo, ach Kollege, meine Güte, was bremst denn du hier? So, sind wir auch am Ende. Sind wir jetzt auch am Bahnhof Altona. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde sehr freuen, wenn ihr einen Daumen und ein Abo da lassen würdet. Und die Glocke zu aktivieren, dass ihr auch nichts mehr verpassen tut. Ich werde euch... Oder schreibt mir bitte in die Kommentare runter, ob ihr die anderen Linien auch sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten OMSI 2 Video auf Hamburg.
Und ich setze mal voraus, die Linie 2 fahren wir da. Genau. Damit noch ein schönes Wochenende euch. Und wir sehen uns, ne? Links im Bus und zum Linienpack findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. So. Alles okay, sehr schön. Ja, vorweg nimm mir den Staubsauger. Ja, Leute, das war's von diesen Vorstellungs- so diesen Let's Test. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, und bleibt gesund alle, ne? Und tschüss.